Nachdenkseiten. Die kritische Website. Transport von RDX-Sprengstoff nach Israel durch deutsches Schiff sorgt international für Empörung. Von Florian Warwick. Die Nachdenkseiten hatten bereits am 11. September auf der Bundespressekonferenz zu dem der Lübecker Reederei Lübecker Marine gehörenden Frachtschiff MV Katrin nachgefragt. Dieses transportiert derzeit tonnenweise RDX-Sprengstoff an Israel, welcher vor allem für den Bau von Fliegerbomben und Raketen genutzt wird. Die versprochene Nachreichung zu der völkerrechtlichen Verantwortung der Bundesregierung in Bezug auf diese explosive Fracht ist nie erfolgt. Also fragten die Nachdenkseiten erneut nach, auch vor dem Hintergrund, dass mittlerweile selbst EU-Partner wie Malta und Portugal das Schiff sanktionieren, unter anderem mit der Begründung, dass man nicht wegen Komplizenschaft mit einem Völkermord angeklagt werden will. Ich hatte ja bereits am 11. September zu dem im deutschen Besitz befindlichen Transportschiff MV Katrin, gehört der Lübecker Reederei Lübecker Marine, nachgefragt, welches derzeit RDX-Sprengstoff an Israels größte Rüstungsfirma Elbit System liefern soll. Die damals vom AA versprochene Nachreichung ist nie erfolgt. Jetzt gibt es einige weitere Entwicklungen. Nach Namibia hat auch Angola und EU-Partner Malta das Anlegen des Schiffes komplett verneint, mit Verweis auf Entscheidung des IGH und UN-Menschenrechtsrat. Portugal hat dem Schiff die Flagge entzogen mit der Begründung, dass sie nicht wegen Komplizenschaft mit einem Völkermord angeklagt werden wollen. Stand denn das AA oder andere Ministerien im Austausch mit ihren portugiesischen Counterparts in dieser Angelegenheit und teilt denn die Bundesregierung die Einschätzung und Aktivitäten Maltas und Portugals in Bezug auf dieses deutsche Schiff? Also Herr Warwick, wenn das Auswärtige Amt keine Nachreichung macht, dann bedauern die das natürlich sehr. Das mag aber auch daran liegen, dass wir, wie Sie wissen, für rüstungsexportpolitische Fragen nicht federführend sind. Und insofern können vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen Erkenntnisse, so sie denn vorliegen, hier noch beisteuern. Ich kann Ihnen nur noch sagen, dass wir die Medienberichterstattung vielleicht nicht ganz so intensiv wie Sie, aber dennoch sicher mitverfolgt haben. Zumindest was das Auswärtige Amt angeht, weder eine Zuständigkeit noch Erkenntnislage vorliegt. Insbesondere genaue Versagungshintergründe, Flaggenentzüge und so weiter sich hier meiner Kenntnis entziehen. Ganz grundsätzlich, die Kollegen haben mir trotzdem noch mal mitgegeben, dass jeder Hafenstaat souverän entscheiden kann, welchen Schiffen eine Genehmigung oder Einfahrt erteilt. Aber auch das sehe ich jetzt nicht genuin in dem Bereich des Auswärtigen Amtes. Nachfrage? Meine Frage, die war damals auch schon völkerrechtlich bezogen, nicht was direkt Ausführgenehmigung angeht. Mittlerweile fährt die MV Katrin auch unter deutscher Flagge, das heißt, sie ist im deutschen Besitz und unter deutscher Flagge, da würde mich trotzdem interessieren, können Sie auch gerne nachreichen, welche völkerrechtliche Verantwortung denn die Bundesregierung trägt, wenn eine deutsche Reederei ein Schiff mit deutscher Flagge nach Israel entsendet, zumindest Transportgut für Israel mit RDX-Sprengstoff, der hauptsächlich für Raketen und Fliegerbomben genutzt wird, also zu einem Land, bei dem der IGH dieses Jahr die Plausibilität eines Völkermordes in Gaza anerkannt hatte. Wenn Sie das kurz völkerrechtlich referieren könnten. Ich kann das nicht kurz völkerrechtlich referieren, weil ich bereits auf meine Aussagen verwiesen habe und weil ich die ganzen Annahmen, die Sie in Ihrer Fragestellung oder besser in Ihrem Statement geteilt haben, nicht nachvollziehen und auch nicht bestätigen kann. Und weise nochmal darauf hin, dass die Fragestellung vermutlich sich nicht wirklich an mich adressiert. Insofern, auch wenn Sie das immer wieder betonen. Meine Verständnisfrage, weil ich habe mich ans Auswärtige Amt gewandt, weil ich... Herr Warwick, das Auswärtige Amt hat jetzt zweimal gesagt, das ist nicht das zuständige Ressort. Also ich versuche es nur, uns ein bisschen Zeit zu sparen. Ja, gut. Und wir haben ja noch. Bitte um eine kurze Frage. Aber ich mache es ganz kurz. Das heißt, ich würde ganz gerne wissen, wer dann im Ministerium für völkerrechtliche Einschätzung, bei den ganzen 16 Bundesministerien für völkerrechtliche Einschätzung zuständig ist. Und im Falle Portugal zum Beispiel war es explizit der Außenminister, der sich in diesem Kontext engagiert und zu Wort gemeldet hat. Deswegen würde ich fragen, wieso fällt das in Portugal in den Bereich des Außenministeriums die Bewertung und in der Bundesrepublik nicht?
Also, Herr Wabik, Sie sprachen von einem Schiff ursprünglich unter portugiesischer Flagge. Da steht es dem portugiesischen Außenminister frei, sich dazu zu äußern. Ich habe Ihnen hier erläutert, dass ich nicht den gleichen Kenntnisstand oder Detailgrad des Kenntnisstandes habe, den Sie haben. Und das Auswärtige Amt auch nicht für Rüstungsexportpolitik in der Bundesregierung federführend ist. Also ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen hier, ich mache mich gerne noch mal intensiver kundig. Wenn wir was beitragen können, dann tun wir das gerne. Aber Sie müssen auch akzeptieren, dass es auch gewisse Grundregeln gibt. Und für Rüstungsexportpolitik ist es nicht das Auswärtige Amt. Hintergrund. MV Katrin erhält in Afrika keine Anlegererlaubnis. Im Juli 2024 wurde die MV Katrin in der vietnamesischen Stadt Haiphong mit 8 Containern des Sprengstoffs Royal Demolition Explosive, RDX, beladen, die für Israel bestimmt waren, genauer gesagt für Israels größtes Militärunternehmen, Elbit Systems. RDX-Sprengstoff ist ein in Deutschland erfundener Sprengstoff, der als signifikant stärker als TNT gilt und als Schlüsselkomponente für die Produktion von Fliegerbomben, Granaten und Raketen benötigt wird. Bomben und Raketen wohlgemerkt, die derzeit vornehmlich gegen die Zivilbevölkerung in Gaza und Libanon eingesetzt werden. Nachdem das deutsche Frachtschiff in Vietnam mit dem Sprengstoff beladen worden war, machte es sich auf die Reise über den Indischen Ozean zur Pazifikküste Afrikas. Doch schon beim ersten Anlegeziel, dem größten Überseehafen Namibias, Walvis Bay, verweigerten die dortigen Behörden dem Schiff die Erlaubnis anzulegen. Der namibische Justizminister begründete die Verweigerung des Hafenzugangs damit, dass Namibia seiner Verpflichtung nachkommt, israelische Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord sowie die rechtswidrige Besetzung Palästinas nicht zu unterstützen oder sich daran mitschuldig zu machen. Die namibische Regierung verwies zudem auf die Resolution des UN-Menschenrechtsrats vom 5. April 2024, welche ein Waffenembargo gegen Israel forderte. Die Resolution war mit großer Mehrheit angenommen worden. Lediglich die USA, Deutschland und 4 weitere Staaten hatten dagegen gestimmt. Als nächstes sollte die MV Katrin dann in einem angolanischen Hafen anlegen. Doch auch dort wurde dem Frachtschiff mit sehr ähnlicher Begründung das Anlegen verwehrt. Das in deutschem Besitz befindliche Frachtschiff machte sich nun auf den Weg Richtung Mittelmeer. Die UN-Sonderberichterstatterin für Palästina schaltet sich ein. Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, lobte infolge die Entscheidung Namibias, der MV Katrin den Zugang zu verweigern, und erinnerte die internationale Gemeinschaft daran, dass jede militärische Lieferung an Israel, das nach Feststellung des Internationalen Gerichtshofs möglicherweise Völkermord begeht, einen Verstoß gegen die Völkermordkonvention darstellt. In diesem Zusammenhang kritisierte sie auch Portugal, da das Schiff zu diesem Zeitpunkt unter portugiesischer Flagge fuhr und so dem Schiff den Transport der tödlichen Fracht in internationalen Gewässern erst rechtlich überhaupt ermöglichte. Dies stelle eine klare Verletzung des Völkerrechts dar. In Folge forderte sie die Regierung in Lissabon auf, dringend die Entfernung der portugiesischen Flagge von dem Schiff Katrin zu verlangen. Der steigende internationale und nationale Druck zeigte im Falle Portugals Früchte. Nachdem auch zahlreiche portugiesische Parlamentarier und Menschenrechtsorganisationen die Regierung aufgefordert hatten, der MV Katrin die Flagge zu entziehen, unter anderem mit der Begründung, dass man nicht wegen Komplizenschaft mit einem Völkermord angeklagt werden will, reagierte diese und entzog dem Schiff mit Wirkung vom 17. Oktober die Flagge. Nur einen Tag später war das Schiff laut verschiedenen Schiffortungswebseiten unter deutscher Flagge registriert. MS Pengchau Boe Schifffahrt GmbH und Co. Deutschland war ab dem Moment nun sowohl als Flaggen- als auch als Reedereistaat für das Frachtschiff und dessen Ladung voll völkerrechtlich verantwortlich. Die MV Katrin liegt nach derzeitigem Wissensstand im Mittelmeer in internationalen Gewässern am Ionischen Meer vor Anker, nachdem ihr auch der deutsche EU-Partner Malta mit Verweis auf die völkerrechtliche Lage und dem an Bord befindlichen RDX-Sprengstoff die Einfahrt in dessen Gewässer komplett verweigerte. Bundesregierung entzieht sich bisher der Verantwortung. Deutschland ist bereits vor dem Internationalen Gerichtshof IGH angeklagt, weil es seinen Verpflichtungen angesichts der völkerrechtlichen Verstöße des Staates Israel mutmaßlich nicht nachgekommen ist.
Eine Untätigkeit im vorliegenden Fall wird die Vorwürfe der Komplizenschaft beim laut IGH vorliegenden Genozidverdacht nochmals verstärken und Deutschlands Ruf im globalen Süden, gerade im südlichen Afrika und im Nahen Osten, weiter schädigen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.